Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf einer neuen Sendung bei der Popcorn Notch. Es geht diesmal um den Gipfel, und zwar um den Dach-TV-Gipfel 2020. Bei mir ist heute zu Gast ein Einhorn. Aber dazu, ihr habt es schon bestimmt alle erkannt, aber dazu gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Yo, das ist es, genau. Sie ist hier und zwar bei der Popcorn Lounge. Hallo, herzlich willkommen, Nathalie, zu uns hier in Bonn. Stell dich bitte kurz vor den Zuschauern, die dich nicht kennen. Das ist winzig klein, aber trotzdem. Bitte dein Wort. Absolut. Vielen lieben Herrn, hier sein zu dürfen. Wer bin ich? Was mache ich? So wie du gesagt hast, ich bin ein LinkedIn-Einhorn, eine Personal-Branding-Strategin und eine Edutainerin. Was macht man damit? Ich bringe Leuten bei, wie sie ihr Business mit Hilfe von LinkedIn marketingtechnisch stärken, aufbauen und wachsen lassen können. Ja, das ist das, was ich mache und macht Riesenspaß. Und es ist schön, Leuten halt eben dabei zu helfen, auf die nächste Ebene des Erfolgs zu kommen. Du bist ja auch jetzt 2020, in Mai ist es doch, oder? Oder habe Ja. ich Mai, genau. Erster und Mai zweiter ist Mai. unser Gipfeltreffen und zwar in München. Da bist du als Speakerin eingeladen, als Referentin. Ich frage mich immer bei der Digitalisierung, warum, also das, was du eigentlich machst, machen viele auch. Aber was ist das Besondere an dir und warum sollten die Leute bei dir auf dem Dachgipfel kommen? Ich gebe mein bestes Wissen, Erfahrung und Spaß bzw. Humor miteinander zu kombinieren. Das heißt, das, was es bei mir im Vortrag gibt, ist nicht nur trockene Theorie. Nein, es ist ein bisschen Theorie, natürlich, weil ich glaube, wir brauchen die Grundlagen. Es ist gepaart mit über 6 Jahren Erfahrung, die ich habe auf LinkedIn, als auch alle meine Kunden. Plus auf diese ganze Basis gibt es als sozusagen Schokostreusel oder Schlagsahne oder Glitzerstaub obendrauf eine Menge Humor, eine Menge politisch inkorrekte Witze, wenn sie dann sein muss. Okay. Und mein Ziel ist halt eben wirklich, Menschen aufzuzeigen, was ist LinkedIn, wie funktioniert es, wie viel Zeit soll ich investieren, wozu überhaupt Content, kann man dadurch Leads generieren, kann man damit Geld machen? Also wirklich alle grundlegenden Fragen zum Thema LinkedIn. Plus, wenn wir das alles geklärt haben, gibt es eine handfeste Strategie, die ich, wie gesagt, seit Jahren nutze, um halt eben Menschen zu helfen, um die Welt ein bisschen besser zu machen, als auch Geld zu machen und damit den Lebensstil zu finanzieren, der mir persönlich wichtig ist. Apropos Jahre, wie lange machst du das jetzt schon bei LinkedIn und wie schwer war es am Anfang und wie viel zeitaufwendig ist das jetzt? Drei Fragen waren das. Ich habe im Jahr 2014 angefangen, das heißt, es sind jetzt 6 Jahre. Ich fand es am Anfang sehr schwierig, weil ich das alles alleine gemacht habe. Also ich habe mich eingelesen, experimentiert und mal wieder hier nachgefragt und so weiter. Also ich könnte heute sehr viel weiter sein, wenn ich nicht so stur gewesen wäre und jemanden gefragt hätte, der mit Erfahrung hat. Aber nein, so ist die Vicky oder die Natalia eben. Also hat am Anfang eine Menge gedauert, hat 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich so ein System für mich persönlich herausgetüftelt habe oder entwickelt habe, das funktioniert. Und wie viel Zeit benötigt das? Das hängt letzten Endes davon ab, wie schnell du wachsen möchtest und wie viele Ressourcen du zur Verfügung hast. Also ist es nur du, hast du ein Team? Ich würde sagen, fange einfach mal mit 15 Minuten pro Tag an. Ich nutze LinkedIn zwischen einer Stunde und maximal 3 Stunden, hängt davon ab, ob ein Post gerade trendet und wie viele Nachrichten ich im Postfach habe. Wow, also eine Stunde, 3 Stunden. Für manche klingt das ein bisschen viel, aber wenn ich 3 Stunden investiere, ich rechne jetzt mal von 300 Euro, ja, pro Stunde 100 Euro, bekomme ich dann 600 Euro oder 900 Euro wieder zurück? Das ist jetzt immer die Frage, was bei Business immer Investition und wieder zurückbekommen. Was denkst du? Bekommt man das wieder zurück?
Man kriegt sehr viel mehr zurück. Das hängt aber stark davon ab, wie hochpreisig deine Dienstleistung ist. Nehmen wir an, du hast halt wirklich 3 Stunden investiert, 3 mal 300 sind 900 und du verkaufst dadurch nur, sagen wir mal, ein, weiß ich nicht, Karrierecoaching, Fitness, Training oder wie auch immer und dein Training ist 7.000 €. Dann haben sich die 3 Stunden gelohnt. Also es hängt sehr stark davon ab, was du mit dieser Zeit machst. Ich nutze die Zeit definitiv, um potenzielle Kunden zu generieren, um mit ihren Telefonate zu vereinbaren und natürlich diese Leute dann auch mit ihnen zu sprechen, mit ihnen zu telefonieren und hoffentlich in meine, ja, Fans und Kunden zu transferieren oder transformieren. Ja, sehr gut. Noch eine Frage, bevor wir jetzt in das private Natalie reingehen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen interessant. Wie gestaltet Natalie ihr Leben und? Habe ich ein paar Fragen. Ich weiß nicht, es kann auch ein oder bis fünf, sagen wir mal. Ja? Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Die erste Frage an dich wäre: Was ist dein Häuptling in den sozialen Netzwerken? Also wen folgst du gerne? Gary Vaynerchuk. Und das mache ich auf Instagram und auf LinkedIn. Ich finde, er ist eine Content-Maschine und ich finde das, was er macht, einfach sensationell. Okay, Gary ist ja eine Content-Maschine. Meinst du nicht, dass da hinten auch sehr viele Leute an seinem Team liegen? Also der haut ja richtig was raus, ne? Ja, absolut. Ich glaube, sein Social Media Team, aus wie vielen Leuten besteht das? 7, 10, 12? Ich habe den Fünf, Überblick. fünf, fünf. 5? Ja, ich habe absolut den Überblick verloren. Der holt sich auch permanent neue Leute rein. Ja, da brauchst du, also wenn du so produzieren möchtest wie er, brauchst du hundertprozentig ein Team. Also das ist dann mehr als 3 Stunden quasi, ja. Ja, Absolut. Gary ist dein Favorit. Also Leute, wenn ihr Interesse habt, dann folgt Gary. Und zweitens, was ist dein Lieblings Social Media Kanal? Gibt es da was? LinkedIn, absolut. Absolut. Ich bin ein LinkedIn-Fan. Ich habe das Gefühl, dass Leute auf LinkedIn sehr viel herzlicher und sehr viel spannender an die Plattform herantreten. Auf anderen Social Media Channels habe ich manchmal, ich persönlich, das Gefühl, als ob ich mich verdummen oder systematisch verstellen müsste, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das mache ich einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust. Nee, brauche ich nicht. Deine ehrliche Meinung zu Facebook und Instagram vielleicht. Facebook und Instagram. Instagram, wenn man weiß, wie man es nutzt, dann können Instagram Stories sehr, sehr wirkungsstark sein. Ich glaube, der Newsfeed ist langsam aber sicher stirbt er aus. IGTV kann funktionieren, wenn man weiß, wenn man es mit Instagram Stories koppelt. Also ich glaube, Instagram Stories, darauf sollte Mann oder Frau sich konzentrieren. Facebook ist nach wie vor sensationell oder großartig für Ads. Also ich nutze Facebook, um Ads zu schalten, um die Leute zu retargetieren, die potenzielle Kunden werden könnten. Und wenn es um das organische Posten geht, muss ich sagen, bin ich auch dort ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht dahingehend, wie viel Visibilität ich bekomme. Ich habe das Gefühl, dass man auf LinkedIn, sorry, auf Facebook fast alles organisch boosten müsste, um ja eben diese Sichtbarkeit zu bekommen, die man auf LinkedIn doch recht einfach erhält. Deswegen sage ich, 85% meiner Zeit, vielleicht 90% meiner Zeit ist LinkedIn, der Rest ist ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook. Ja. Du hast ja dieses Jahr, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, Ende letztes Jahr, mit deinem LinkedIn Business Coaching Programm angefangen. Wie heißt das? Learning LinkedIn, Entschuldigung. Da sagst du auch in einem Video, dass LinkedIn so like 2012 ist oder so. Von der Programmierung, von der KI-Lernung und von der ganzen Basis. Warum ist das so? Ich meine, wie kommst du darauf? Meinst du Ach nicht, so, dass die nee, sich entwickeln? nee. Da ging es darum, dass LinkedIn so ist wie Facebook im Jahr 2012, dahingehend, dass
Facebook im Jahr 2012, da war es so wahnsinnig einfach, Gespräche anzufangen und viele Likes zu bekommen und Kommentare. Und alle waren auf Facebook. Es war total toll. Und der Gary Vaynerchuk hat eben LinkedIn verglichen und hat gesagt, es ist so wie Facebook im Jahr 2012. Und deswegen zitiere ich ihn überall. Es ist immer noch besser, eine höhere Quelle zu zitieren. Es ist egal, ob es ein wissenschaftliches Schreiben ist oder irgendwie in einem Magazin oder wie auch immer, wenn die Leute dir nicht zuhören oder beziehungsweise wenn du etwas Kritisches sagst, zitiere eine Quelle, jemand, der noch höher ist und noch erfolgreicher als du. Deswegen nutze ich Okay. den Gary immer so als Backup und sage, der Gary hat gesagt, LinkedIn ist momentan so wie Facebook im Jahr 2012, wenn es um Content geht. Und deswegen sollen Leute aufhören, Content zu konsumieren und Content zu erstellen, weil es ist noch so vieles möglich. Wer weiß, wann sich der Algorithmus ändert, aber momentan läuft. Also machen. Genau, einfach mal machen, meine Damen und Herren. Und das ist auch unser Hashtag da unten. Ihr seht das auch gerade. Und über LinkedIn haben wir gesprochen und ich will wieder zurück auf DachTV kommen. Das ist ja, du bist ja dem 2. Mai da, ne? Wenn ich mich nicht höre. Ja. So, meine Damen und Herren, es gibt noch einen Link, den werde ich in den Kommentaren tun. Kannst du mir noch einen Gefallen tun, Nathalie? Und zwar poste doch in den Kommentaren nochmal deine Learning-Programm-Link noch dazu. Unter den Kommentaren. Das würde mich freuen und das würde auch viele Goldmitglieder freuen, falls die Interesse haben, dein Learning-Programm anzuschauen. Sehr gern, mache ich. Ja, ich will jetzt auch nicht weiter reden. Die Leute sollen sich einfach live mal sehen. Das ist wichtig für mich. Und ein Einhorn auf der Bühne zu sehen, ist nicht jeder Tag, also ist nicht immer. Und für den Ticket so viele Experten auf der Bühne zu sehen, das ist empfehlenswert. Ich gebe dir noch 2 Minuten, und nee, ich gebe dir sogar 3 Minuten für deine letzten Worte zu der Community. Bitteschön. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass LinkedIn das Profil, das ist letzten Endes kein Lebenslauf. Ganz viele Leute glauben, dass wenn sie ein Profil erstellen, dass das ein simpler Lebenslauf ist und sie erstellen sich eins und dann lassen sie es sein und dann wundern sie sich, warum LinkedIn nicht funktioniert. LinkedIn ist nicht vergleichbar mit Xing oder Crossing. Es sind ganz unterschiedliche Kanäle und LinkedIn ist eine Plattform, die halt eben von Interaktion lebt, von Konversation, von Content, von strategischem Netzwerkaufbau. Auf keinem anderen Social-Media-Kanal kann man sich ein Netzwerk aus bis zu 30.000 Kontakten aufbauen. Das ist nur auf LinkedIn möglich. Deswegen einfach mal machen. So wie Hakan gesagt hat, ich habe einen kostenfreien LinkedIn-Learn-Kurs. Die Kommentare gibt es unten. Der nimmt euch bzw. sie an die Hand und geht einfach von Anfang bis Ende einmal kurz durch. Was ist Personal Branding? Wie kann ich LinkedIn nutzen? Was sollte ich machen? Und dann, nachdem man sich das eben angeschaut hat, geht es in die Implementation. Und genau das ist, wo die Magie eben stattfindet. Denn vom Lesen oder Kursen anschauen verändert sich nichts in unserem Leben, sondern es geht darum, Dinge umzusetzen. Also viel Spaß und Erfolg dabei und ich freue mich dann auf ein persönliches Treffen in München. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein Video gemacht und das ist auch das Thema in der gesamten DachTV-Community. Und es geht um mehr oder weniger Videos und warum Videos beliebt werden, das wird euch Nathalie persönlich erklären sogar. Also ihr habt die Alternative, da reinzukommen und eure Fragen auch Nathalie zu fragen und auch anderen Experten zu fragen. Schaut bitte dazu auf der Webseite. Und schaut euch das Video von den anderen auch an. Wir sehen uns beim nächsten Popcorn Lounge und freue mich auch euch. Ich freue mich euch auch in München zu sehen. In diesem Falle, gehabt euch und habt einen schönen Tag. Wir sehen uns, hören uns und streamen uns bei LinkedIn.